Bevor wir uns die einzelnen Aufgaben und Funktionen eines Betriebssystems anschauen, zunächst eine kleine Einführung und Motivation. Warum brauchen wir überhaupt Betriebssysteme? Sie sehen hier rechts ein bisschen vielleicht, ja, konfuseres Gebilde, Punkte, Linien etc. Im Laufe der Zeit werden Sie verstehen, was es bedeutet. Am Ende der ersten Hälfte der Veranstaltung wissen Sie, aha, es sind also Zustände von Prozessen, die irgendwie von einem Betriebssystem verwaltet werden. Gut, fangen wir also an. Erstes Kapitel, Einführung und Motivation. Warum brauchen wir das überhaupt? Was sehen Sie eigentlich von einem Betriebssystem? Naja, auf den ersten Blick könnte man sagen, na, da ist irgendwo so ein Fenster. Ja, das ist eigentlich das, was ich vom Betriebssystem sehen will. Mehr interessiert mich erstmal gar nicht. Naja, das ist jetzt nicht das Betriebssystem, aber okay, das ist zumindest irgendwie eine Art von Schnittstelle. Es gibt natürlich auch die Varianten, wo sich irgendwie ein Windows entwickelt hat im Laufe der Zeit, ein Linux, ein macOS oder was auch immer. Man könnte an Betriebssysteme auch herangehen über die verschiedenen Geräte. Ja, also kleine, große Geräte, wie auch immer. Da läuft ja auch vielleicht irgendwie so eine Art Betriebssystem, vielleicht noch irgendwas Kleines, irgendeine Armbanduhr, da ist auch noch ein Betriebssystem drauf. Ja. Da gibt es ganz verschiedene, sagen wir mal, Geschmacksrichtungen von Betriebssystemen oder auch grundlegend unterschiedliche Betriebssysteme oder Betriebssysteme, die sehen eigentlich nur unterschiedlich aus, haben aber den gleichen Kern. Vielleicht wollen Sie auch nur einen Browser sehen. Ist ein Browser eigentlich auch ein Betriebssystem? Über die Sachen, die werden wir auch noch ein bisschen diskutieren. Es gibt natürlich auch andere Rechner, klassische Desktops oder irgendwelche Server. Auf denen können auch Betriebssysteme laufen. Aber vielleicht auch auf solchen Kisten irgendwelche kleinen eingebetteten Systeme, in dem Fall irgendwelche Funkrouter oder irgendwelche Sensorknoten, kleine Dinge, da kommt dann Internet der Dinge mit einem Betriebssystem, das da auch vielleicht draufläuft. Oder was ist eigentlich das minimalste Betriebssystem? Was muss eigentlich ein Betriebssystem überhaupt machen? Naja, Fenster irgendwie hin und her schieben oder vielleicht einfach nur einen Temperaturwert alle Minute übertragen. Ich denke, da kann man ganz unterschiedliche Betriebssysteme dafür verwenden. Sie sehen also, es gibt nie das Betriebssystem, das optimale Betriebssystem und nur dieses Betriebssystem nämlich für alles. Sie können kein Linux auf so einem klitzekleinen System laufen lassen, auch kein Windows oder macOS. Auf der anderen Seite können Sie kein Multi-User, High-Performance, sonst was Serversystem mit so einem kleinen eingebetteten Betriebssystem betreiben. Also man braucht schon unterschiedliche Systeme für unterschiedliche Hardware-Architekturen, Anwendungen, Nutzungsszenarien. Ja, das kann dann relativ verwirrend sein. Ne? Also so ein Betriebssystem, das muss irgendwelche Fenster, also auch den Rechner hier betreiben, mit dem ich die Vorlesung aufzeichne. Das können irgendwelche Webbrowser sein, da gibt es irgendwelche Kommandozeilen, irgendwelche Hintergründe. Es gibt Fenster in Fenster. Es gibt vielleicht mehrere Nutzer auf einem Gerät, verschiedene Betriebssysteme auf einem System. Also ganz wirre Sachen, die man machen kann. Damit es jetzt nicht alles zu verwirrend wird, wollen wir das mal komplett runterbrechen. Komplett runterbrechen, und zwar sozusagen auf dieses Beispiel. Was heißt es? Ein Beispiel für die Funktionsweise des Betriebssystems, die wir dann ganz am Ende der Vorlesung ausbauen, zu einem Beispiel inklusive der Datenübertragung, also mit der Rechnernetze. Aber es ist mal eine ganz simple Frage. Ich nenne es immer so die Sendung mit der Maus Fragen. So, was passiert eigentlich, wenn ich eine Taste drücke auf dem Computer? Sie dürfen auch gern mit dem Stift auf einer Tablet-Oberfläche tappen, mit dem Finger. Sie können auch gern eine Spracherkennung oder sonst was machen. Das Grundprinzip ist immer das Gleiche. In dem Fall weiß der Rechner nichts davon, dass jetzt irgendeine Benutzerin, Benutzer auf irgendwas drauf drücken will. Sie drücken eine Taste. Und wenn Sie, was weiß ich, irgendwie, sagen wir mal, hier ein L gedrückt haben, dann ist natürlich Ihre Hoffnung, dass dann hier oben irgendwann das L auch erscheint. Nur so die Idee. Das wäre schön,
wenn das entsprechende Programm läuft. So, jetzt wollen wir natürlich nicht auf der Ebene bleiben, sondern verstehen, was passiert eigentlich unter der Motorhaube, wenn ich so eine Taste drücke. Wir schauen uns jetzt nicht jede Schraube im Detail an, jedes kleine Gewinde unter der Motorhaube, sondern wir machen die Motorhaube auf, zerlegen sozusagen den Motor in die Hauptkomponenten und schauen, wie die miteinander sprechen. Auch dabei belassen wir es dann auch. Also, schauen wir mal an, was passiert. Ich drücke meine Taste, das war das L, und es geht da irgendwie rein. Ja, da ist ein Stück Hardware, da fließt irgendein Strom, da wird ein Signal übertragen, da gibt es USB, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es ein Stück Hardware, irgendein Controller, also eine Steuereinheit, die für die Tastatur zuständig ist oder für USB-Schnittstelle oder eine Funkschnittstelle, das ist mal egal. Auf jeden Fall ein Stück Hardware ist zuständig. Dieses Stück Hardware, und wer Rechenarchitektur gehört hat, ahnt schon, was da kommt, das muss ich melden. Also es muss irgendwie kundtun, hallo, hier ist irgendwas passiert. Das geschieht mit Hilfe einer Unterbrechung, Interrupt. Wollen wir noch genauer kennenlernen. Das heißt also, die Hardware meldet sich. Typischerweise gibt es dann auch ein Software-Gegenstück, irgendein sogenannter Treiber, ein Stück Software, die jetzt weiß, was fängt sie denn eigentlich mit dem Zeichen an, das da reingekommen ist. Oder Zeichenkette oder was auch immer. Diese Zeichenkette muss ja weitergegeben werden, aber wieso soll denn jetzt dieser Treiber überhaupt drankommen? Dieser Interrupt muss also irgendetwas auslösen, ein Stück Software, das jetzt schlussendlich diesen Treiber startet. Da ist auch ganz wichtig, natürlich das Betriebssystem. Das muss nämlich die Prozesse verwalten. Aha, ist schon mal eine der Aufgaben. Und insbesondere mitkommen, aha, da ist jetzt was reingekommen, das muss jetzt irgendwie an so einen Tastaturtreiber, da muss irgendwas mit Eingabe, Ausgabe gemacht werden und irgendwann landet es auch im Speicher. Also sagen wir mal ganz einfach, irgendwo ist so ein L dann im Speicher, das ich gedrückt habe. Lassen wir es mal einfach. Natürlich muss das entsprechend dargestellt werden, aber jetzt nicht irgendwo, sondern, sagen wir mal, das war jetzt eine Eingabe in einem Editor oder Browser, der muss auch das L kommen. Also das Betriebssystem muss jetzt den Editor starten, damit der ja auch irgendwas mit dem L macht. Vielleicht ist es als fett gedruckt, kursiv oder sowas. Und dann muss es wieder runtergemeldet werden zu irgendeinem Video-Adapter-Treiber, der jetzt weiß, aha, so ein L, fett, kursiv, sind die und die Pixel. Und das muss natürlich dann weitergegeben werden an die eigentliche Hardware. Jetzt sind wir wieder in der Hardware drin. Und diese Hardware, die kann das dann vielleicht darstellen auf dem Bildschirm. Jetzt sehen Sie, ich habe die Motorhaube nur ein bisschen aufgemacht. Wir haben nur ein paar Komponenten angeschaut. Aber oha, das ist doch jetzt schon ein bisschen komplizierter geworden. Dabei haben Sie doch eigentlich nur ein L gedrückt. Ob klein oder groß, ist egal. Sie haben was gedrückt und da kommen auf einmal Prozesse rein, ein Betriebssystem, Treiber, irgendwelche Anwendungen, das muss ja verwaltet werden. Denn irgendwer, und das ist nämlich genau das Betriebssystem einer Kernaufgaben, irgendwer muss ja jetzt diesem Editor sagen, du bist jetzt dran, aber nicht der Browser, weil das L gehört in den Editor. Warum geht das L nicht in den Browser rein? Ja, weil der Cursor im Editor drin ist. Ja, woher weiß ich den Cursor? Woher weiß ich, dass jetzt die Eingabe der Fokus auf dem Editor ist? Das sind ja alles Dinge, die bedacht werden müssen. Nicht nur vom Betriebssystem, da gibt es dann auch Systeme, die die Fenster entsprechend darstellen, betreiben. Also ein Betriebssystem, auch bei Windows beispielsweise, läuft weiter, wenn die ganzen Fenster weg sind. Der Kern des Betriebssystems läuft. Das stürzt auch praktisch nicht ab. So. Das heißt, schon in dem einfachen Beispiel sehen Sie, oha, das wird ein bisschen komplexer. Damit Sie nicht komplett verloren gehen, werden wir die Systeme strukturiert zerlegen. Was heißt das? Wie immer in der Informatik, wenn eine Sache komplex wird, zerlegen wir die und beschreiben Schnittstellen. Hier jetzt erstmal ganz einfach dargestellt, in drei Komponenten zerlegt und gestrichelt die Schnittstellen. Sie selbst sind irgendwo hier oben. Sie schauen auf den Rechner, beispielsweise.
Und jetzt schauen wir uns gar nicht die Details innerhalb dieser Schichten an, sondern schauen uns mal Schnittstellen an. Sie interagieren typischerweise entweder über eine Kommandozeile, Shell, oder über ein Graphical User Interface, GUI, interagieren mit einer Anwendung, also vielleicht dem Editor. Das sehen Sie ja, da können Sie auch irgendwie was machen. So. Dieser Editor oder was auch immer, diese Anwendung, die braucht bestimmte Dinge. Also beispielsweise möchte sie jetzt irgendwas darstellen auf dem Bildschirm. Eine Anwendung darf nicht einfach auf dem Bildschirm schreiben. Das war in den früheren alten Zeiten mal so, bei einfachsten Rechnern. Da hat man einfach in eine bestimmte Speicheradresse einen Wert reingeschrieben und zack, kam ein grüner Pixel auf dem Bildschirm an. Das war die klassische Zeit damals, der Homecomputer in den 80er Jahren. Da hat man viele solche Sachen gemacht. Das ist viel zu gefährlich heute. Da stürzt Ihnen das System viel zu schnell ab, da können Sie keine Sicherheit gewährleisten. Geht nicht. Bevor irgendeine Anwendung irgendwas machen darf, muss es über standardisierte Schnittstellen das Betriebssystem fragen. Du Betriebssystem, ich würde gern irgendwas darstellen. Und das werden wir dann auch ein bisschen näher kennenlernen, das werden Sie auch programmieren dürfen, sondern das Systemaufrufe, System Calls. Damit kann man alles Mögliche machen. Neue Prozesse erzeugen, irgendetwas ausgeben, was auch immer. Die können wir besonders gut mit der Programmiersprache C programmieren, ansprechen. Deswegen machen wir auch die Übung in C. Ein Betriebssystem hat natürlich viele Komponenten wieder drin. Irgendwo ist so ein richtig der Kern, da werden wir auch noch dazu kommen, was der eigentlich macht. Aber ein Betriebssystem hat dann wieder seine Schnittstellen runter in Richtung der Hardware. Das Betriebssystem darf in Anführungszeichen alles auf der Hardware, kann also auch bestimmte privilegierte Befehle dem Prozessor geben, die normale Anwendungen nicht geben dürfen, kann bestimmte Schnittstellen ansprechen, spricht also mit der echten Hardware. Wir werden kennenlernen, dass in heutigen Betriebssystemen die Anwendungen typischerweise nicht direkt mit der echten Hardware sprechen können. Ja, ich weiß, da gibt es Ausnahmen aus Leistungsgründen, aber jetzt schauen wir uns erstmal eine, sagen wir, sauber strukturierte Welt an. Da spricht eine Anwendung nicht direkt mit der Hardware. Anders bei Internet der Dinge, den kleinen Dingen, ja klar, da spreche ich direkt mit einem Pin und lege eine Spannung an. Dabei habe ich auch kein großes Betriebssystem. Da laufen auch nicht verschiedene Benutzerprozesse gleichzeitig. Das ist eine ganz andere Kiste. Wir sprechen hier, wenn ich einfach nur von Betriebssystem spreche, von einem, sagen wir, normalen Unix-Typ-Betriebssystem. So, also, wichtiges Prinzip der Informatik, ist uns ein System zu komplex, zerlegen in Teilsysteme und klare Schnittstellen dazwischen definieren. Und nicht kreuz und quer in Systeme hineingreifen. Also besonders übel ist so, aus einer Sache, um alles drumherum, in eine andere Sache mitten reinzugreifen. Da haben Sie dann ein echtes Problem. Sicherheitsproblem, Stabilitätsprobleme. Nicht machen. Okay, also, böse, nicht machen. So, was also brauchen wir, um mit dem System zu sprechen? Ja, wir brauchen genau diese Systemaufrufe. Wir können nicht einfach unten reingreifen. Also, nächster Schritt, Schnittstelle zum Betriebssystem. Das ist hier, genau diese Stelle. Das ist hoffentlich der einzige Weg für Anwendungen normaler Benutzerinnen und Benutzer, damit sie auf irgendwas zugreifen können, damit sie überhaupt mit dem Betriebssystem sprechen können. Normale Anwendungsprozesse, was der Unterschied zwischen normalen Prozessen, privilegierten ist, kommen auch noch dazu, aber normale Anwendungsprozesse, die dürfen nicht einfach beliebig in das Betriebssystem reingreifen. Das geht nicht. Sondern diese Anwendungsprozesse müssen bestimmte Funktionen aufrufen, so über eine Schnittstelle, sogenannte System Calls. Diese sind auch standardisiert. Wenn man sich an die Standards hält, dann sind die Anwendungen sogar übertragbar zwischen Betriebssystemen. Standardisierte Zugriffe, und die werden typischerweise sozusagen in
Bibliotheksfunktion ja wegabstrahiert, versteckt, so dass ich aus einer Programmiersprache wie C, das haben wir dann noch im praktischen sehen, einfach eine bestimmte Funktion aufrufe und die macht dann das alles. Und Sie sehen nichts davon, wie da ein Register belegt wird, ein Interrupt ausgelöst wird und dann was auch immer noch alles gemacht wird. Also Programmiersprachen, High Level bei C, ne, können wir uns drüber streiten, aber das ist eine High Level Sprache, die verstecken das. Okay, jetzt haben wir also schon mal gelernt, System zu komplex, wir zerlegen das in Scheibchen, führen Schnittstellen ein. Für uns wichtig, die Schnittstelle zwischen unseren Anwendungen und Betriebssysteme. Und da verwenden wir die Syscalls, System Calls. POSIX ist so eine der standardisierten, sagen wir, Schnittstellenfamilie. Das sind also eine ganze Menge an ja, Aufrufen und System Calls drin vereinigt. Ein POSIX definiert sozusagen gewisse Schnittstellen, Application Programming Interfaces, APIs, und darüber kann ich dann auf das Betriebssystem zugreifen, auf alle so Unix-like Betriebssysteme. Da nicht wundern, da sind auch Betriebssysteme, wie zum Beispiel ein Windows mit drin, wo man denkt, huch, was hat das mit Unix zu tun? Ja, auch da wird POSIX mit unterstützt. Mac, Linux, Unix, also den wesentlichen Betriebssysteme unterstützen gewisse Teilmengen von POSIX. Wer sich näher damit auseinandersetzen will, einfach mal nachschauen. So, nach der Einführung sollen Sie einfach mal die Fragen beantworten können, warum brauche ich eigentlich viele Betriebssysteme? Welche Unterschiede könnte es da geben? Und da denken Sie bitte nicht nur an die Klassiker wie in Linux und Windows und macOS, sondern wo könnten noch überall Betriebssysteme laufen? Denken Sie einfach mal so an die Blockiersysteme im Auto, Herz-Lungen-Maschine oder was auch immer, Flugzeugstabilisationssystem oder chemische Verfahrenstechnik, Anlage, Ventilsteuerung, was auch immer. Warum haben wir nochmal diese Schichten eingeführt? Das sollen Sie verstanden haben. Welche Probleme habe ich mit Schichten? Warum sind manchmal Schichten irgendwie nervig? Kennen Sie diese Schichtenidee eigentlich aus anderen Anwendungen, aus anderen Szenarien? Wo nutzen wir noch diese Idee von Schichten? Schauen Sie einfach mal in Ihrer Programmiersprache Ihrer Wahl. Finden Sie da Syscalls? Kann gut sein. Nö, sehe ich gar nicht. Oh, also viele aktuell super duper gehypten Programmiersprachen, die kennen sowas gar nicht. Ja, weil ich gar nicht so tief runter will. Also kennen Sie den Grund, warum wir hier C unter anderem verwenden. Schauen Sie sich zumindest mal POSIX an. Nicht jetzt lernen, aber einfach das ein Gefühl dafür bekommen. Was macht sowas aus? Was ist das? Dieses POSIX, was kann man machen? Und für ein kleines Betriebssystem, das aber leistungsfähig fürs Internet der Dinge ist, gehen Sie einfach mal auf die Website von Riot, schauen Sie sich um, wie sieht denn da so ein Betriebssystem aus? Da können Sie wirklich in jede Codezeile reinschauen.